Hey ho, meine Lieben, es ist mal wieder Wochenende, Freitag, hoch die Hände, Wochenende und ja, ich habe hier Toasties, habe hier noch eine Ripleiter von meinem Geburtstag übrig und genau das mache ich mir heute, einen Rip Toasty. Ja, und dazu werde ich dieses Rip erst einmal auspacken, in der Mitte cutten, jeweils einzeln einvakuumieren und im Wasserbad dann ja mehrere Stunden, mindestens 3 bis 4 Stunden soviet garen, weil das soll dieses Mal so richtig schön voll off the bone werden. Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, wird das hier als Mist bezeichnet. Der ist nicht ganz sauber. Entschuldigung. Gehen wir rüber, legen wir los, werden wir groß. In meiner kleinen, aber feinen Küche. Also ich finde diese Ribs wirklich gut, wirklich lecker. Und ja, warum sollte man die nicht verwenden? Klar, wahrscheinlich nicht so gut wie was selber gemachtes komplett, aber es ist echt eine geniale Alternative. Und für mich alleine jetzt ist das sowieso gut. Was halt hier nicht ist, ist, dass die Silberhaut entfernt wurde. Die ritzen wir jetzt bloß wieder ein. Habe ich übrigens bei den letzten auch alles mitgegessen. Hat mich so gar nicht gestört. So. Dann cutten wir das hier einmal durch. Jetzt bin ich genau auf den Knochen gekommen. So. Naja. Augenmaß ist heute nicht ganz so gut. Kein Wunder nach der Arbeit. So, fertig einvakuumiert. Aus 2 Gründen halbiert. Einmal, ich kann das Ganze einfach in einem Topf soviet garen, weil es ja kleiner ist. Und zum anderen nachher dann, wenn es im Backofen bei der Grillfunktion, habe ich mir extra die Anleitung noch rausgeholt, reinkommt, ja, dann brauche ich auch bloß eine kleine Schüssel nehmen. Aber dazu später mehr. Gut, dann gehen wir an Herd, da steht der Topf. Was habe ich denn jetzt eingesteckt gehabt? Ich glaube 70 Grad, 4 Stunden, knallhart. Schmeiße ich jetzt hier einfach rein und dann fülle ich noch Wasser auf. Jo, und wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt schmeiße ich mich auf die Couch und penne Runde. So Freunde, da wären wir wieder. Also, zuerst waren es glaube ich 75 Grad und nach 2 Stunden bin ich dann auf 85 Grad hochgegangen und halbiert wächst. Kleiner Schüssel, hier habe ich jetzt noch ein paar Zwiebelchen, das machen wir jetzt zuerst schnell. Die werden bloß ein klein wenig meliert. Dann brauchen wir nachher, weil die kommen jetzt dann gleich in die Pfanne rein, bloß noch ein Butterschmalz. Da kommt halt das Zeug und gut ist. Ah ja, und ein kleines Fläschchen Rotwein habe ich mir auch wieder geholt. Schauen wir mal, für was wir das noch alles verwenden. Gut, dann kann ich nämlich die wegtun. Ja. Dann machen wir unsere Rips auf.
Den Sud werden wir nachher rein theoretisch gleich brauchen. Ja, Freunde, da tue ich aber jetzt noch mal eine frische Barbecue-Soße drüber. So, das sollte ausreichen. Und dann an den Herd gehen. So, den Herd stelle ich jetzt auf 200 Grad auf Grillfunktion. Dann schieben wir jetzt einfach die Schale hier rein. Und lassen die Dinger noch schön grillen. Schauen wir mal. Jo, und dann geht's hier mit der Pfanne weiter. Ordentliche Portion Butterschmalz in der Pfanne. Da hauen wir jetzt unsere Zwiebeln rein. Und dann tun wir die ja schön anbrutzeln. Die Zwiebelchen, ja, so angeschmort sind, wie wir sie selber wollen. Oder ihr sie selber wollt, oder ich sie will. Hauen wir jetzt ein bisschen an Rotwein rein. Den Sud. Dann lassen wir das Ganze ein bisschen einreduzieren. Und tun das dann eventuell noch mit Mehl andicken. Jetzt muss ich es aber mal probieren. Schmeckt gar nicht schlecht. Und dann sprudelt zur Barbecue-Soße rein. Mehr brauchen wir da jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, wenn das ein bisschen einreduziert ist, brauchen wir dann nicht einmal ein Mehl rein tun. So, das reicht jetzt. Den Herd habe ich schon ausgeschalten. Da tun wir jetzt ganz kurz die Brötchen einmal durchziehen. Dass man sich die Finger nicht verbrennt und dann hauen wir die mit im Backofen rein. So, dann gucken wir mal. Ich komme an meine Handschuhe dran. Jupp, sehen ganz gut aus. Jetzt die Brötchen noch schnell mit reinlegen. Nur kurz. Und dann ganz kurz, bis die Brötchen soweit sind und dann können wir zusammenbauen. So Freunde, Brötchen dauert noch einen klitzekleinen Augenblick. Nehmen wir mal das Rippraut. Dann gucken wir mal, wie gut wir heute die Knochen rauskriegen. Heiß, 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 heiß. Wow. Wow.
Oh, Mann. So. Und das ist jetzt das, was man eigentlich schon fast als Fall of the Bone bezeichnen kann. Aber so viel Fleisch brauche ich jetzt gar nicht. Mhm, lecker. Oh Mann, wird das gleich eine herrliche Sauerei geben. Das weiß ich ja jetzt schon. Ein paar von unseren Zwiebeln unten hin. Ja, und fertig ist mein Rib Toasty. Da könnte man jetzt noch einiges anders machen. Das ist jetzt die Basisvariante, nennen wir es mal so. Und natürlich Probiererle. So, hinter mir erwartet die Küche zum Aufräumen. Aber jetzt wollen wir hier doch mal reinbeißen. Also, das ist mal richtig, richtig geil. Mhm. Ohne viel Aufwand, ohne viel Shishi, einfach lecker gemacht. Ja, geil. Mm. Leute, das war's dann mit diesem Video. Ich hoffe, das empfinden einige jetzt endlich mal wieder als halbwegs Grillvideo. Naja. Und mir hat Spaß gemacht. Macht es nach. Und ich sag's euch, die Ribs vom Kaufland sind einwandfrei. Da kann man echt nicht meckern für das Geld. Geilomat. Okay. Hasta la vista. Wir sehen uns das nächste Mal. Freundliches Kommentar, Daumen nach oben, Abo und das Übliche. Leute, wir sehen uns.